Moin Leute, ich bin's Julian und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Own Galaxy. Und heute geht es um unser Video-Equipment und das möchte ich heute anhand von 5 verschiedenen Geräten zeigen, sodass ihr da einfach mal so einen ersten Eindruck bekommt. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Also, auf geht's! Eines der wichtigsten Merkmale von jedem Video ist eine ausreichende Beleuchtung und dieses Problem haben wir auch häufig hier im Studio, denn wir haben eine riesige Fensterfront, wo immer mega viel Licht reinkommt und das führt häufig zu einer Überbelichtung, die wir halt mit solchen Helfern hier ausgleichen müssen. Das sind ganz einfach LED-Panels, die wir dazu nutzen, um unseren Shot halt so richtig schön auszuleuchten. Und das Coole an diesem Modell jetzt hier im Besonderen ist, dass es einfach mega günstig und mega flexibel ist. Und flexibel meine ich insofern, dass wir halt hier kein Kabel benötigen, was wir irgendwo in eine Steckdose stecken, sodass wir uns halt hier nicht darum sorgen müssen, dass wir immer eine Steckdose in der Nähe haben, sondern wir haben hier hinten einen Akku und dieser Akku ist ein Standard-Akku von Sony, das heißt, den können wir auch in ganz vielen anderen Geräten wiederverwenden. Also wir haben wirklich viel Equipment, was auf diesen Akkus beruht und somit kann man die sehr flexibel einsetzen, was halt wirklich eine angenehme Sache ist. Und ja, von der Lichtstärke kann man hier auch nicht meckern. Ich kann das ja hier mal anschalten. So ist es jetzt gerade noch voll auf 10% und wenn ich jetzt mal richtig hoch gehe, dann merkt man hier schon, wie hell das Ganze wird. Also ihr könnt mir glauben, hier kann man wirklich optimal alles mit ausleuchten, was man gerne hat. Und das Coolste daran ist, dass sobald man mehrere von diesen LED-Panels in Reihe benutzt, diese sich untereinander ganz einfach synchronisieren. Das heißt, wenn ich dann an der einen Lampe ganz einfach die Helligkeit hochstelle, wird das bei allen anderen Lampen genauso vollzogen und somit hat man dann wieder gleich alles gut eingestellt und es gibt hier noch eine Fernbedienung dafür. Von daher ist das preis-leistungstechnisch schon wirklich ein richtig gutes Produkt. Gerade bei Videoaufnahmen haben wir es immer wieder mit riesigen Datenmengen zu tun. Von daher ist es hier besonders wichtig, dass man gute Speichermöglichkeiten hat. Denn ich persönlich muss auch zugeben, dass mein Laptop da schon, was den Speicher angeht, auf jeden Fall in die Knie geht. Von daher ist es für mich sehr wichtig, hier nach passenden Möglichkeiten zu suchen. Und das Drobo 5D3 ist hierbei die perfekte Lösung. Und zwar ist das Ganze ein DAS, was für Device Attached Storage steht. Viele kennen den Namen vielleicht von NAS, was Network Attached Storage bedeutet. Und der Unterschied hier zwischen ist ganz einfach, dass dieses Gerät direkt an den Laptop oder das MacBook über ein USB Type-C-Kabel angeschlossen wird und dadurch nicht den Flaschenhals hat, welches meistens NAS-Systeme haben. Denn NAS-Systeme funktionieren meist über ein Gigabit Ethernet-Kabel und dieses kann maximal etwa 100 MB pro Sekunde übertragen, was natürlich nicht wenig ist, aber gerade wenn man mal 200 GB übertragen möchte, einfach nicht ausreichend ist und dort immer noch zu lange benötigt. Und deswegen hat man halt hier die Lösung mit USB Type-C gesucht, denn das führt dazu, dass man hier gerne mal zwischen 200 und 300 MB lesen oder schreiben kann. Dazu muss man sagen, dass ich das Ganze jetzt hier mit 2 verschiedenen SSDs ausprobiert habe und man hier allerdings auch die Möglichkeit hätte, bis zu 5 Speichermedien einzuführen. Egal ob Festplatte oder SSD, das ist hier beides möglich und das Entspannte daran ist, dass man überhaupt kein Werkzeug benötigt. Man kann hier einfach vorne diese magnetische Platte abnehmen und dann hat man hier einfach diese Slots, wo man ganz einfach mit der Hand seine Festplatte oder seine SSD reinschieben kann. Das Gerät ist einfach super einfach. Das heißt, man muss hier kein IT-Spezialist sein, um das Ganze zu verwenden. Man steckt einfach seine Karten rein, ruft die Software auf seinem Laptop auf und dann ist schon eigentlich alles geritzt. Und das Schöne dabei ist, dass auch noch auf die Datensicherheit Wert gelegt wird. Das heißt, hier werden halt Redundanzen geschaffen, sodass, falls eine Platte mal ausfällt, eure Daten nicht verloren gehen können, was einem ab und zu tatsächlich mal den Arsch retten könnte. Von daher ist das Drobo 5D3 hier wirklich gut ausgestattet und sicherlich ein praktisches Gerät, gerade wenn ihr mit großen Datenmengen zu tun habt. Wenn es
man aber wieder nach draußen geht und wir beispielsweise einen neuen Vlog drehen, benutzen wir sehr häufig die DJI Mavic Pro. Denn der entscheidende Vorteil hier ist sehr schnell ersichtlich. Sie ist einfach extrem kompakt und liefert aber trotzdem noch eine gute Bildqualität ab. Und das ist gerade auf Reisen enorm wichtig, denn man kann sie einfach so klein kompakt mitnehmen und dann, wenn man sie starten will, ganz einfach auseinanderklappen und dann auch ziemlich schnell starten. Denn es dauert wirklich nicht lange, bis man das Gerät hier in der Luft hat. Und ja, wenn sie dann erstmal in den Lüften schwebt, ist sie auch sehr, sehr stabil, gerade für diese kompakte Größe. Und auch die Kamera wurde gut aufgehangen, sodass wir ein sehr ruhiges und stabiles Bild bekommen, was halt natürlich gerade beim Film super wichtig ist. Und darüber hinaus können wir halt auch mit dieser Drohne schon in 4K filmen, was halt auch gerade dann dafür sorgt, dass die Aufnahmen nochmal viel, viel schärfer wirken. Und solche Drohnenaufnahmen führen ganz einfach dazu, dass jeder Vlog einfach extrem aufgewertet wird. Und ich könnte auch gerade noch tausende Worte über die Mavic Pro verlieren, aber leider würde das gerade hier den Rahmen sprengen. Von daher schaut euch doch gerne mal meine Videos zur Mavic Pro auf dem Konrad-Kanal an. Da habe ich nämlich schon einige Videos über Drohnen gemacht und halt auch gerade über die Mavic Pro. Von daher verlinke ich euch dort mal ein paar spannende Videos hier oben in den Infokarten. Von daher klickt euch dort gerne mal rein, falls ihr jetzt gerade in der Weihnachtszeit Interesse an der Mavic Pro habt. Fast noch wichtiger als die richtige Beleuchtung ist der richtige Ton und dafür benutze ich das Rode Link. Das ist ganz einfach ein Lavalier-Mikrofon, das heißt, es ist ein Ansteckmikrofon, was ich hier auch schon an meinem T-Shirt befestigt habe. Und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir haben halt hier einmal das Mikrofon am T-Shirt hängen, dann geht das Kabel hier unter dem T-Shirt lang und hier unten haben wir letztendlich eine Sendeeinheit, die dann kabellos das Audiosignal zu der Kamera sendet. Und dort haben wir dann nochmal einen gleich aussehenden Receiver, der das Signal dann über ein AUX-Kabel ganz einfach in die Kamera weiterleitet, sodass das Ganze dann dort aufgenommen werden kann. Und das ist wirklich super praktisch, weil man dadurch einfach flexibel wird und ich hier theoretisch durch den ganzen Raum rennen könnte und ihr mich immer noch super verstehen würdet. Von daher ist es wirklich eine sehr gute Sache. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir das Ganze halt hier so nah am Mund befestigt haben, denn das führt dazu, dass man halt kaum Hall in der Aufnahme hat, weil halt die Distanz zwischen Mikrofon und Mund so gering ist. Das ist halt auch noch ein super Nebeneffekt. Von daher finde ich die Qualität vom Rode Link wirklich sehr gut und es ist sicherlich ein sehr praktisches Gadget oder ein sehr praktisches Gerät, falls ihr halt gerne Videos aufnehmt. Ein Gerät, bei dem ich erst gar nicht wahrhaben wollte, dass es wirklich praktisch für mich ist, ist das Atomos Ninja Flame. Und das ist ganz einfach ein externes Aufnahmegerät, Schrägstrich Bildschirm, mit dem wir ganz einfach unseren Kamera-Workflow stark verbessern können. Denn wir haben hierdurch einmal einen sehr viel besseren Überblick. Das heißt, wir montieren das Ganze über unserer Kamera, haben einen riesigen Bildschirm und können dadurch viel besser sehen, ob das Bild gerade im Fokus ist, also ob es scharf ist, ob die Belichtung sitzt und können da halt alles im Griff behalten. Darüber hinaus können wir halt hier extern aufnehmen. Das heißt, wir haben hier hinten einen SSD-Karten-Slot, wo wir halt unsere SSD reinschieben können und dann auf dieser SSD aufnehmen, so ähnlich wie es bei einer SD-Karte ist. Der große Vorteil hierbei ist allerdings, dass eine SSD viel schneller schreiben kann und wir somit das Ganze nicht so stark komprimieren müssen. Und das ist halt wirklich eine Sache, wodurch wir halt in der Nachbearbeitung bei unseren Videoaufnahmen einfach noch viel bessere Bearbeitungsmöglichkeiten haben, weil das Ganze halt nicht so komprimiert wurde. Ich benutze das Ninja Flame mittlerweile wirklich sehr, sehr gerne und kann mir gar nicht mehr vorstellen, irgendwelche Tech-Videos ohne dieses Gerät aufzunehmen, weil man, wie gesagt, dadurch einfach den kompletten Durchblick hat. Von daher kann ich das Ganze auch wirklich nur weiterempfehlen. Das war es aber auch von diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Einblick in unser Video-Equipment geben. Falls ihr euch, wie gesagt, für die Mavic Pro interessiert, schaut nochmal in den Infokarten vorbei. Und ich kann euch noch mein letztes Video ans Herz legen. Da habe ich nämlich wieder mal ein Gewinnspiel gemacht mit vielen verschiedenen Gadgets, die ich an euch verlose. Von daher klickt euch dort auch gerne mal rein. Das Ganze seht ihr hier neben mir eingeblendet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, viel Spaß und tschüss.